Unboxing Time, Digi. Jo, dann gib mal ein Taschenmesser hin. Ja, das wird hier mit einem vernünftigen Messer aufgemacht. Zeig mir erstmal das Messer noch mal kurz. Ein kleines Taschenmesser hier. Flohmarktmesser, ne? Finde ich überdimensioniert, Alter. Das Lächeln zu da gleich. Ein Koffer. Ja, das ist jetzt mal wieder ein etwas anderes Unboxing. Also, ja, hat nicht viel mit Feuerwerk zu tun. Boah, so ähnlich, ne? Hat er sich den gleichen geholt, ne? Geil, ey. Boah, sieht gut aus, ne? Wenn einer eine Idee hat, welcher Holster für den Revolver gut geeignet ist, der vielleicht sogar unten geschlossen ist, dann nur in die Kommis damit. Oh, was haben wir denn hier? Was ist das hier? Ach, die Dinger hier, geil. Ja, die sehen sauber aus, ne? Vielleicht haben sie den auch sauber gemacht. Ich muss mich mal aufhören abzustützen, das wackelt zu doll. So. Schöne Diablos. Hier die Bohnen. Oh, mach mal auf, da bin ich jetzt mal gespannt. Pointed. Ja, die sehen eigentlich auch ganz nett aus, ne? Sind zwar jetzt nicht, aber ich weiß nicht, müsste man mal vergleichen mit anderen von RWS oder H&N oder so. Das sind die Weihnachten. Noch mehr Munition. Die Apollos. Apollo Point. Verkupferten. Kugelspitz und. Nee. Nur auch zwei Ringe. Drei. Was haben die denn vor? Wir haben viel ungeziefert tatsächlich. Von Gammo sind die. Aber machen für mich einen guten Eindruck auf jeden Fall. Sehen wie gut aus. Da, auch vor allem für den Preis. Und man sieht auch so, das sind richtig eigentlich Spitz-Diablos mit so einer Umrandung sozusagen. Schon nice. Die hier habe ich. Davon haben wir drei Stück, ne? Und dann sind da noch diese anderen. G-Hammer. Alter. Ja, die sind immer gut verschlossen. Jo. Das sind mal Kaliber, ey. Richtig, Alter. Die Zäpfchen, Digga. Die sind schon, die wiegen auch was, ne? Darf ich mal die den Deckel dazu wieder? Ein Gramm, glaube ich, fast. Ich stelle mal einen hier so hin oder ich versuche das mal. Ein Gramm, genau, ja. Echt dicke Dinger. Ja, ist noch mehr Muni. Ja, wir bestellen gerne so für einmal so im Leben und dann ist gut so. Dann braucht man auch noch nie wieder. Auch noch irgendwie 1, 2, 10 Schinken Funkeballer. Das sind alles die Verkupferten oder was? Wie viele hast du da noch bestellt? Achso, das sind noch die anderen. Ach ja. Oh, die müssen wir hier mal schön. Schön. Ja, das ist ja wie hier in weiß ich nicht, hier Massenproduktion hier. Oh, hier haben wir was anderes. Oh, Holster. Voll für den Revolver. Eigentlich, das ist der eigentlich für Dan Wesson, so für den Dan Wesson Revolver. 6 bis 8 Zoll. Aber für den Smith & Wesson Revolver 6 bis 8 Zoll geht er auch. Und hier haben wir jetzt ganz viel verschiedene Munition. Ja, check mal, vielleicht ist ja mal auch oder was drin hier. Ja, warte. Lass mal erstmal hier. Barracuda Light.
Barracuda Hunter Extrem, Target Trophy, CO2 Kapseln. Und hier noch so ein paar günstigere. Und hier ein paar mehr von den Spitzen. Da rollt er erstmal ein Knaller rum. Was ist das denn? Ein schöner alter aus den 90ern. Schöner alter Rico-Knaller. Richtig nice. Nur mal so nebenbei, ne? Was hat er da denn jetzt? Ein Luftgewehr. Noch zum Vorschein. Ein Schuh? Sieht aus wie ein Schuh. Ein Trinkbeutel. Ein Zielfernrohr. Okay. Ja, hier siehst du, hier sind noch mehr Diablo. Ach du Scheiße. Das ist echt ein Welten, also das ist ja für uns beide und so, aber ja, es ist echt viel Money. Ja, wieso? Nee, ja, das ist schon ein Ziel-Dings, ein Ziel, das Kugelfang, so sieht er aus. Können wir gleich mal aufbauen. Da haben wir einen ganzen Haufen Zielscheiben. 100 Stück oder was? Ja, 80 oder so. Ich weiß nicht, wann der irgendwie dabei bin. 8 Shots. Nice, das ist ja chillig. Das ist es schon. Oh. Ganz simpel. Mach mal auf hier, da bin ich mal gespannt. Wir haben uns da so eine Zielscheibe noch bestellt. Das Gejaule da im Hintergrund, müsst ihr euch nicht wundern, das ist der Hund, der will die ganze Zeit zum anderen Hund, der ist aber müde und ja, deswegen kaut die da auf ihren Knochen drauf rum. Wir mussten sie auch so ein bisschen einsperren hier, weil sie sonst immer zu dem kleinen Meister da will, der will pennen. Aber ja, so sieht das denn aus. So. Und dann ist der nächste wieder dran. Ja, aber es ist solide, ey. Oh, nice. Das sieht schon zart aus, irgendwie. Schick. Ja, schönes Ding, ey. Leute, das sind so viele Diablos. Wir haben uns dazu entschieden, dazu nochmal ein extra Video zu machen, weil ich halt auch noch ein paar andere Sorten habe, die hier jetzt gar nicht dabei sind. Und dann gibt das auch nochmal einen schönen Schussvergleich und alles Mögliche. Also bleibt dran, checkt mal den Shop ab, den Pyro Merch Shop. Und ja, vielleicht gibt es demnächst auch noch ein paar andere, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr Bock auf Waffendesigns, auf Klamotten. Haut das mal raus. Ja. Und in dem Sinne. Cut.